Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. Ich zeige euch einmal einen kleinen Trick, wie ihr mit dem geringsten Aufwand Tomaten anbauen könnt. Dazu braucht ihr erstmal eine Tomate, die ihr halbiert. Wenn ihr die Tomate halbiert habt, nehmt ihr die beiden Stücken. Dann benötigt ihr ein Anzuchtgefäß mit ganz normaler Blumenerde. Dann nehmt ihr hier diese Tomatenhälften und tröpfelt einfach mit Tomatensaft und Samen dieses auf die Erde. Dann gießt ihr das einmal gut an. Anschließend ein bisschen Blumenerde locker drüber machen. Dann kommt das Anzuchtgefäß auf die helle Fensterbank. Bei Keimtemperaturen von 24 bis 28 Grad sollte das Ganze dann nach 7 bis 10 Tagen gekeimt haben. Ja, nach wenigen Tagen war das Ganze gekeimt und jetzt nach gut 3 Wochen sind die Tomaten bereit, um eben pikiert zu werden, das heißt aufgeteilt zu werden, weil sie jetzt mehr Platz brauchen. Dazu entnehme ich die hier einfach vorsichtig und gebe sie in ein größeres Gefäß rein, wo sie jetzt nur noch wachsen müssen, bis sie dann nach den Eisheiligen nach draußen können. Ich hoffe, das Video war informativ. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Bis dann, euer MacPaverick.